Und damit herzlich willkommen zurück zu Scene Talk. Eigentlich sollte an dieser Stelle ein anderer Film bzw. kritisiert werden. Doch den habe ich leider nicht sehen können. Also habe ich geguckt, was läuft noch. Und irgendwie legen sie nochmal die Passion Christi auf. Deswegen reden wir jetzt mal darüber mit Jim Caviezel in der Hauptrolle und von Mel Gibson. Und wie ich den fand, verrate ich euch nach dem Trailer. In Die Passion Christi geht es um die letzten 12 Stunden von Jesus von Nazareth, gespielt von Jim Caviezel, der nun von den Predigern bzw. von den Hohenpriestern angeklagt wird, verraten wird nach dem letzten Abendmahl. Und da sich dort die Anführer ihres Statuses beraubt fühlen oder bedroht fühlen, wollen sie nun Jesus sein Tod. Und das ist die Geschichte in diesem Film. Mel Gibson inszeniert Jim Caviezel als Jesus von Nazareth 140 Minuten lang, wie er tiefstes Grauen erleben muss. Und da muss man dann auch als Zuschauer wirklich erstmal durchkommen. Denn ich muss wirklich feststellen, bevor ich jetzt irgendwie mal sage, okay, das ist ein Film, den sollte wirklich jeder mal gesehen haben, weil es geht halt um die ganz bekannte Geschichte, egal ob man religiös ist oder nicht. Das ist, basiert ja auf einer wahren Geschichte, es ist ja wirklich passiert. Was sie dem Mann angetan haben, ob der am Ende auferstanden ist oder nicht, ist ja relativ Wumpe. Es geht ja quasi nur darum, was ihm wirklich widerfahren ist. Und das inszeniert Mel Gibson in einer Rohheit und in einer Brutalität, in der man dann 4-5 Minuten lang ohne Schnitte zusieht, wie man Jesus den Rücken blutig peitscht, sodass Hautfetzen und alles durch die Gegend fliegen, wie er ans Kreuz genagelt wird, wie man seine Arme auskugelt und mit einer 16er Freigabe ist das schon echt nett, muss man doch wirklich schon sagen, auch dass sie den jetzt nochmal rausbringen und der immer noch seine 16er Freigabe behalten hat, ist wirklich freundlich. Und wer also erwartet, man kriegt ja eine relativ ruhige Erzählung der Jesus-Geschichte, der trügt, denn beziehungsweise der hat offenbar nichts von dem Film verstanden. Das hier ist brutal bis zum geht nicht mehr. Es ist fantastisch gespielt von Jim Caviezel, der ja mittlerweile ein absoluter Obernazi in der QAnon-Sekte da verrotten ist. Und der Mann hat eigentlich gar keine Aufmerksamkeit mehr verdient. Der Film liegt zum Glück jetzt fast 20 Jahre zurück. Und ich dachte, es wäre trotzdem eine gute Idee, über diesen Film nochmal zu reden. Weil das ein Film ist, wo viele Leute denken, okay, den muss man nur gucken, wenn man sich religiös irgendwie auseinandersetzen möchte. Aber dem ist ja gar nicht so. Es ist trotzdem eine spannende und packende Geschichte über einen Mann, der leidet, der mittlerweile alles verloren hat, dem mittlerweile alles egal ab einem Punkt ist, der einfach nur noch das, was ihm angetan wird, über sich ergehen lässt,
Sei er jetzt religiös, sei er das nicht, es ist komplett irrelevant, sei er das, was viele Leute dann irgendwann später von ihm glauben sollten. Es ist auch egal, ob er der Gesandte Gottes ist, Wurst. Es ist so spannend und toll anzusehen auch, was Menschen tun, wenn sie sich selber in eine Ecke gedrängt fühlen und selber ihren eigenen Status, ihre eigene Macht vor ihren Augen verfließen sehen. Und wie sie dann auch über Leichen gehen würden, nur um ihren eigenen Status zu retten. Das ist viel mehr Passion Christi. Und das finde ich ganz interessant. Ich finde, der Film ist zu lang. Ich finde, der Film ist auch zu visuell. Ich finde, er zeigt zu viel. Und ich finde, er genießt es auch, Jesus zu sehr durch die Hölle gehen zu lassen. Ich finde, man hätte hier ein bisschen weniger Gewalt an zeigen müssen. Man hätte hier ein bisschen zurückfahren können. Man hätte hier ein bisschen mehr die Zerbrochenheit von Christi zeigen können und nicht nur das Leid von Christi. Und für mich ist das daher aber immer noch ein toller Film, weil er gut inszeniert ist, weil er fantastisch gespielt und inszeniert ist. Ich inszeniert habe ich, glaube ich, zweimal gesagt, jetzt ist egal. Aber ich muss sagen, ist ein guter Film. Er ist weit davon entfernt, einer der besten Filme zu sein, aber er ist definitiv einer der besten Jesus-Filme, die es gibt. Einer der besten Filme, die sich natürlich auch um Religion drehen. Interessant anzugucken, aber wirklich nichts für schwache Mägen. Von mir bekommt die Passion Christi daher 7 von 10 möglichen Punkten. Habt ihr die Passion Christi gesehen? Dann schreibt es mir in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss, haut rein und bye.